Ein Land voller Magie, dessen Vergangenheit zu kulturellen und religiösen Wurzeln führt. Ein Land, in dem Mythos und Wahrheit verwoben, gar unzertrennlich sind. Das Land, das Afrikas Himmel berührt, unglaubliche Kulturschätze bereithält, atemberaubende Natur und faszinierende Menschen. Unsere Reise geht nach Äthiopien. Denn Taruk möchte Ihnen dieses großartige Land mit der Reise Königin von Saba ans Herz legen. An der Seite Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung verbringen Sie in einer kleinen Gruppe von maximal 12 Teilnehmern 18 wunderbare Tage in diesem außergewöhnlichen Land. Ihre Reiseroute führt von Addis Abeba zum Tanasee, der Quelle des Blauen Nils, nach Gondar, in den Simien-Nationalpark, die mythische Hauptstadt Aksum, Mekele, Lalibela, zum Langano-See, Jinka, Turmi und über Arba Minch wieder nach Addis Abeba. Lassen Sie sich von einigen Bildern inspirieren. Im Tana-See hat der mächtige Blaue Nil seinen Ursprung. Von Äthiopien bis hinauf nach Ägypten zieht sich die Lebensader, dank derer sich viele Hochkulturen entwickeln konnten. Faszinierend ist das Inselkloster auf dem Tana-See, das Sie ganz romantisch per Boot erreichen. Herrlich sind die riesengroßen Wandtapeten, auf denen biblische Szenen nach äthiopisch-orthodoxer Interpretation dargestellt sind. Hautnah erleben Sie die Geschichte der Königsstadt Gondar, die im Jahre 1636 von Kaiser Fasilidas gegründet wurde. Ein ganzes Palastensemble erwartet Sie hier. Ein Bauwerk schöner als das andere. Reich verzierte Innenräume mit herrlichen Malereien geben Kunde von der Pracht vergangener Zeiten. Herausragende Wandmalereien genießen Sie auch im Kloster der Dreifaltigkeit Debre Berhan Selassie. Ein Verwöhntag für Ihre Augen. Untrennbar ist Äthiopien mit dem Christentum verbunden, denn noch bevor Rom das Christentum entdeckte, war es hier schon Staatsreligion. Man kann den tiefen Glauben der Äthiopier überall spüren, auch in Aksum, der ersten christlichen Hauptstadt überhaupt. Faszinierende Monumente aus vorchristlicher Zeit sind die riesigen Steinmonolithe, die durch die darunterliegenden Katakomben als Grabmale identifiziert werden konnten. Lalibela ist eine heilige Stadt und ein Wallfahrtsort. Die monolithischen Kirchen aus dem 12. bis 13. Jahrhundert, in rote Basaltlava gemeißelt, sind weltbekannt und durch die UNESCO geschützt. Genießen Sie Ihre Zeit an diesem magischen, geschichtsträchtigen Ort. Wandeln Sie durch dieses Labyrinth aus Gängen und Höhlen, wo sich Licht und Schatten abwechseln. Am afrikanischen Grabenbruch entlang geht Ihre Fahrt nach Süden. Eindrucksvoll sind die Begegnungen mit den Menschen, die hier leben. Zum Beispiel mit den Mursi, deren Frauen den berühmten Tontellerschmuck in der Unterlippe tragen, oder den Hama, die Rinderzüchter sind und heute noch den alten Initiationsritus des Rindersprungs pflegen, wodurch die Knaben in den Kreis der Männer aufgenommen werden. Natürlich hält Äthiopien noch viel mehr Interessantes und Wunderbares bereit, aber ein paar Überraschungen möchten wir uns aufheben, wenn Taruk Sie in Äthiopien begrüßt und Ihnen für die kommenden 18 Tage Mek Amguso, Amharisch für gute Reise, wünscht. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.